Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Neue Woche, neues Glück und ich bin fertig. Ich bin einfach nur fertig. Momentan, ich bin wirklich Matsche, weil ich ziemlich viel, die Woche war anstrengend, die Arbeitswoche und ja, also ich bin ziemlich gematscht. Ja, gestern einen Tag in Stuttgart gewesen, Freunde besucht, war schön. Aber insgesamt bin ich momentan echt durch mit So. Und ich habe mir jetzt mal ein kleines Video angesehen, wie ich denn an die Winterbienen rankomme. Und da hatte jemand verschiedene Hives verschieden platziert. Und ich muss mal gucken, hier geht's noch raus mit der Tiger. Heißt, theoretisch müsste ich hier, wenn ich das noch ein bisschen größer baue, mit der Tiger hinkommen. Jetzt testen wir das mal. Wir nehmen uns jede Menge Cobblestone. Cobblestone, bitteschön. Ein bisschen Dirt dazu. So. Okay, die können weg. Und hier kann ich generell noch ein bisschen was mehr weg. Ich habe hier noch Zeug drin, das muss ich nicht unbedingt drin haben. Das ist ja noch von den Amaranth-Geschichten. Wir haben noch 16 Spawn-Sheep, weil wir uns eine Schafherde bauen wollen. Das werden wir auch noch tun. Sobald die Stimme jetzt nicht nachlässt. Ich sollte keinen Kaffee trinken, bevor ich hier aufnehme. Ey. Schleim. Schleim ist nicht gut. So. Also, wir gehen jetzt hier mal rüber, machen hier mal so ein kleines Areal noch. Gerne auch noch ein bisschen in die Richtung, dass wir hier quasi so lustig rausgehen. Irgendwie so in die Richtung. So was sollte ich nachts machen. Ich sollte mal kurz schlafen gehen. Das Spawn ist gleich eh alles. Ne, wir machen mal F5. Nein, F7. Gucken wir ins Inventar. Haben wir noch. Wir haben keine Fackeln. Fackeln. Torch. Let's torch it. Torch. Auch nochmal. Da. Da und da. Okay. Das haben wir. Dann werde ich schon mal, bevor ich hier wieder irgendwie den Müll baue, aus dem einen Ding hier jede Menge Zeug klauen. Ich muss mal kurz unten gucken, wie viel da drin ist. Da muss ich mal nach. Hier müsste er. Ist er jetzt schon voll? Nein. Da nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Funktioniert das hier wieder nicht? Stuffed Items. Ah, ich drehe ab. Was soll das? Warum ärgert ihr mich so? Mit euren Seeds. Manu. Guck mal hier rein. Das Ding ist voll. Und hier. Auch. Dann klauen wir es aus dem Hinteren hier. Was soll's denn? Guck mal her. Hier wird einfach, whoops, geklaut. Schwuppdi. La 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 la, 23% Jetpack Loading. Das können wir mal kurz, während wir hier sind, aufladen. Was essen auch. Das ausmachen. Ja. Ja, ich glaube, ja, das ist gut. So. Happa, happa, happa. Happa, happa, happa. So. El Jetpacko ist auch fertig. Gut. Attacke. So, hier sämtliche Seeds rein. Dann nehmen wir uns unsere Pieris. Was hat die denn getan? Nee, das ist ja auch nicht. Wie heißen die denn nochmal? wollte ich mich jetzt ärgern? Hive, genau. Hive. Da brauche ich einen Schwung von. Aber nicht 64, auch nicht 32, sondern 16. 16 ist gut. So, nehmen wir mal ein paar von mit.
Er muss jetzt ein bisschen Seed-Oil produzieren. Währenddessen können wir uns hinten um die Insel kümmern. Ich brauche nochmal ein paar Buckets. Bucket. So, 16 Stück ist gut. Die machen wir mit Wasser voll, soweit das geht. Soweit das geht, machen wir die mit Wasser voll. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Ups, egal, macht aber nichts. Macht gar nichts. Wie? Kuh? Wie hast du es dahin geschafft? Die Kühe machen noch Mühe, die wollen doch nicht raus. Unschön. Gut, also jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum, dass hier jetzt die Erde hinkommt. Die Earth, also Dirt-mäßig. Machen wir uns eine kleine neue Insel, machen wir uns eine kleine neue Insel. Ach, dass wir diese blöden Basisbienen da weg hinkriegen. So. Ach, jetzt können wir auch wieder das Ding nutzen. So wird ein Schuh draus aus der ganzen Geschichte. Und das war blöd. Okay. Fackelchen. Ich wollte es ja schon so haben, dass das da nicht übersteht, ne? Ne, das war falsch. Ah, das ist. Hallo, Erde ist teuer. Verschwend die doch nicht so. 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 So in der Richtung soll das sein. Mehr Erde, please. Das war wieder Manu, warum tust du das? Das ist doch nicht nett von dir. Manu, mir ärgert mich, Mann. Das kommt weg. Ich muss hier mal Dirt nehmen und hier die Ecken aus, also vollsetzen, damit das hier nicht mehr passiert. So und so. Jetzt sollte ich hier auf der sicheren Seite sein. Jaha! Fackel, jetzt sind wir erst recht sicher. The planet is safe. Juhu. So, dann hier nochmal und da nochmal und der weg und da und dahin. Okay. Und hier und da. Okay, jetzt ist der Planet wirklich sicher. Jetzt können wir das hier noch abschließen und glücklich sein. So, abgesehen davon, dass hier keine Fackel steht. So. Okay. Jetzt wollte ich hier in die Mitte quasi so einen kleinen See machen. Jetzt müssen wir mal gucken, sind wir denn hier tatsächlich noch in der Taiga? Ja, das sieht alles noch relativ gut aus, Taiga-technisch. Taiga. Ha, Taiga. Ja, ha, Taiga. Taiga, ha. So, Wasser und. Wasser und Wasser. Fertig. Okay. Haben wir das? Jetzt hoffe ich mal, dass das hier gefriert. Das wäre ja mal super. Wenn das hier gefrieren würde. Nö. Ja, es friert. Sehr gut. Jetzt muss ich nur schauen, wenn ich jetzt eine Fackel daneben setze, hört das dann auf zu. Also schmilzt das dann wieder? Oder. Wie ist das so allgemein? Wir lassen es jetzt erstmal lassen wir es hier frieren ordentlich. Und dann schauen wir mal. Wir lassen es erstmal frieren. Vielleicht schneit es ja auch nochmal. Das wäre aber was Feines. Das machen wir aus. Hier fällen wir die Bäumchen. So. Bäumchen. Fällen. Oh Mann, der Kaffee ärgert mich. Scheiß Schleim. Hallo, ich muss heute aufnehmen, Kaffee. Ärger mich doch nicht. How dare you? Wie kannst du es wagen? Das kannst du doch nicht machen. Kaffee. Du bist doch geboren, um mir zu dienen und nicht um mich zu ärgern. Haben wir irgendwo was vergessen? Sieht nicht so aus. Okay. Der ist sogar nicht aufgegangen. So, Kühe haben wir inzwischen 2. Ich muss da mal ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Dass da noch was mehr kommt. Generell kann ich hier noch. Oh, die Quest ist fertig. Juhu! Ach, das ist ja genial. Das ist ja genital. Wo ist hier meine Questbook?
Who is das Monquest Bookers? So, click here to Dingensbummens. Bees and Trees! Hä? Ach, das war Bees? Appease the Grumpy One. Banana Sapling. Oh Gott! Jetzt ist das hier, der Teil ist jetzt fertig. Und jetzt geht's da weiter. Beast, der Beast-Teil ist fertig. Yeah! Okay. To repair the forest oceans, we need to gather genetic material for cloning. The banana tree has in recent times become sacred to the Grumpy One. No one is quite sure. Das heißt quite sure eigentlich. But this seems to live with a golden banana. Maybe a tribute of bananas will appease him grand reward. Okay, wie kriegen wir bitte einen Banana Sapling? Wahrscheinlich mit den Pollen. Banana Sapling. Forestry for Minecraft. Okay, im Mutatron. Red Banana Sapling, okay. Ah! Wenn ich irgendeinen Sapling mit dem Jungle Polen zusammenbringe, kriege ich. Ah, dafür brauche ich den Mutatron. Ai, Banana Sapling. Balsa Sapling. Teak Sapling. Silver Lime Sapling. Silver Birch Sapling. Silver Birch Sapling. Wo kriege ich die denn bitte her? Lifecore. What? Was? Banana Sapling. Red Banana Sapling. Okay. Jungle Pollen, Silver Lime Pollen, Jungle Pollen, Apple Oak Pollen, Silver Birch Sapling. Silver Birch. Silberbirke. Rubber Sapling. Aha. Muss ich jetzt Bäume züchten, oder wie? Alter, welche Pollen habe ich denn? Pollen. Was habe ich denn hier? Pollen normal, unusual. Apple Oak. Banana Pollen. Heel Cherry Pollen. Jungle Pollen. Okay. Ja, gut. Ja, so wie. Ja, gut. Ja, doch. Also, ja, gut. Den nehmen wir mal weg. Können wir eigentlich auch wegpacken? Mein Inventar ist voll. Sehe ich das richtig? Warum ist das Schild ab? Strange. Wir packen hier mal Zeug weg. Das. Was geht denn hier ab? Warum? Hä? Nickel Queen. Normalerweise müsste hier doch Schild sein. Na gut, Schild hat sich gerade verabschiedet. Schild will nicht mehr. Schild ist jetzt zur Gewerkschaft gegangen und hat gesagt, nö. Meine Schildrechte werden hier nicht gewahrt. Dementsprechend, nö. So, wir packen da nochmal ein paar Seeds rein, damit wir Platz im Inventory haben. Das packen wir dahin, die dahin und die Water Buckets kommen auch rein. Da ist ja das Schild. Okay. Strange. Wirklich strange. Also, Nickel Fermero. Okay, dann. Wie es aussieht, brauchen wir jetzt jede Menge Pollen hier. Avocado, Olive, Plum. Interessant. Jetzt müssen wir nochmal dieses. Warte mal, dieses. Upgrade. Da gab es doch dieses. Sieve Upgrade. Das Ding hier. Mit jede Menge Silk Wisps. Yeah! Silky Propolis in die Zentrifuge. Okay. Silky Propolis. Bam, 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 bam. Nehmen wir mit und schmeißen es in die Carpenter, Squeezer. Keine Zentrifuge?
Zentri. Doch die Zentrifuge, oder? Squeezer? Carpenter? Zentrifuge. Au! Oh. Au! Oh. Das ist ja. Au! Oh. Ach du Heiliger. Die müssen damit rein. Habe ich denn noch Silky? Nee. Silk Wisps habe ich aktuell einen. Das ist ja nicht so viel. Habe ich denn noch welche von diesen Sieve Upgrades 1 aktuell? Schmeißen wir das doch einfach mal bei den Eldritch-Viechern mit rein. Warum nicht? So, das sieht gut aus. Was ich noch machen wollte, ist hier jede Menge Dinger mitnehmen. Jede Menge heißt dann wohl 4. Was jetzt nicht so viel ist, da brauche ich noch ein paar mehr. Ein paar mehr bräuchte ich da. So, da hinten sehen wir schon, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Okay. So. Theoretisch müsste das hier funktionieren. Jetzt habe ich eine Artificial Hive, aber nicht einen Zettel. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt nehmen wir uns den Scented Artificial Hive und setzen den einfach mal. Na, eigentlich möchte ich den, so wie er das gemacht hat, höher setzen. So, jetzt nehmen wir uns unsere Scented Artificial Hives und platzieren sie hier. So machen wir das mal. So sieht das eigentlich ganz gut aus. So gefällt mir das schon. Jetzt spawnt da was. Die nehmen wir mal weg. Ein paar Blumen wären mit Sicherheit noch nicht schlecht. Flowers. Flowers. Haben wir noch ein paar. Gut, dann nehmen wir die mit. Setzen die hier mit hin. So. Flowers haben sie auch, die sie zum Spawn theoretisch brauchen. Weg. Wie sieht's mit Glowstone aus? Hier. Ein bisschen Licht für obendrauf. Oder auch nicht. Licht lieber nicht, oder? Nicht. Wir machen aber lieber, dass es Tag ist und dann sind wir da auch glücklich. Gut, Licht lieber nicht. Wie sieht's hier aus? Oh, jede Menge neue Fische. Jausa. Haifische. Neon Tetra männlich. Neon Tetra männlich. Neon Tetra weiblich. Cod weiblich. Neon Tetra weiblich. Gut. Hier unten. Was sagt die Kunst? Ui, da ist Enderperlen aus dem Nightfish. Yay! Der Nightfish bringt Enderperlen. Wie auch Ender Droplet bringt, das ist ja genial. Oh, ich brauche mehr Nightfishes. Oh, Baby. Oh, Baby, Baby, Baby. Wupp, Nightfish. Always Nightfish, never Top Deck. Raw Nightfish, rein da. Ender Droplets. Die Ender Perlen auf jeden Fall ins ME-System. Die brauche ich noch. Ja, geil. Ja, geilo. Geilomato. Hey, hey. So. Darauf ist schon Schnee gefallen. Hier wird fleißig gespawnt. Dann hoffen wir, dass noch mal eine Winterbienen rauskommen. Wenn es hier schon so schön schneit und hier noch nichts Neues gepflanzt ist. So, bam, 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 bam. Bitteschön. Und ich dann sagen würde, wir machen uns jetzt hier vom Acker. Und zwar. Die schmeißen wir da rein, ist egal. Gut, wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.